Auf 140 Jahre Firmengeschichte blickt der Ramsloher Kabelhersteller Waskönig und Walter zurück. Das in fünfter Generation geführte Familienunternehmen bildet 46 junge Menschen in 9 Ausbildungsberufen aus. Der Einsatz von Frauen in technischen Berufen ist hier explizit erwünscht. Waskönig und Walter hat dafür zusätzlich Ausbildungsplätze geschaffen. Wir waren bis vor wenigen Jahren sehr, sehr stark männerlastig, wenn man das mal so bezeichnen darf, und haben erkannt, dass es wichtig ist, gerade auch vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, Frauen auch für diese Berufe zu begeistern. Und von daher haben wir sehr viele Anstrengungen unternommen, um gerade auch junge Frauen in die Ausbildung, in die technischen Berufe integrieren zu können. Mit Erfolg. Hier arbeiten Frauen und Männer Hand in Hand. Ein Bild, das in der Branche eher selten anzutreffen ist. Die Männer waren am Anfang sehr skeptisch, weil die das ja so noch gar nicht kannten. Es hat sich aber schnell gezeigt, dass die jungen Frauen genauso fähig sind wie die jungen Männer, und dadurch haben sie auch sehr schnell Anerkennung erlangt. Also ich bin froh, dass ich diesen Beruf erwählt habe, zwischen den Männern zu arbeiten. Das Verpacken der Ware gefällt mir super. Und das Gabelstaplerfahren, das ist total cool. Viele fragen mich, was ich so mache, wenn ich sage, ich mache eine Ausbildung als Maschinenanlagenführerin. Da fragen die mich, jetzt wirklich, ist es nicht schwer? Ja klar, irgendwie kommt auch Stolz, weil man zeigen kann, andere Mädchen, dass man diesen Beruf machen kann und nicht immer Friseurin, Bäckerei oder so. Chancengleichheit für Frauen und Männer. Bei Waskönig und Walter ist das gelebte Wirklichkeit. Genauso wie der Blick über den Tellerrand. Die Azubis durchlaufen die gesamte Produktion und kennen so fachübergreifend auch alle Produktionsschritte. Ein weiterer Punkt, Social Media. Unsere Auszubildenden haben eine eigene Facebook-Seite, auf der sie regelmäßig ihren Tagesablauf posten können. Und dadurch haben wir festgestellt, dass auch potenzielle Bewerber sich mit den Auszubildenden direkt in Kontakt setzen über diese Facebook-Seite und das sehr, sehr positiv finden. Explizit als Auszubildende werden die jungen Menschen im Netz nicht bezeichnet. Sie stehen einfach für ihren jeweiligen Ausbildungsberuf als Ansprechpartner zur Verfügung. Also wenn mich jemand auf Facebook anschreibt wegen meinem Beruf, dann ist man natürlich schon stolz, dass man den Leuten dann erzählen kann, was man den ganzen Tag macht, was man mitbringen muss. Ich finde es schon ganz wichtig, ist ja heutzutage ein großes Medium, wo viele Leute vertreten sind und wo man auch sehr gut Werbung machen kann. Und es ist halt auch schön zu sehen, dass man halt gutes Feedback bekommt auf unserer Waskönig und Walter Facebook-Seite und sich die Leute das auch fleißig durchlesen. Eine moderne Kommunikation nach außen, die Förderung von Frauen in technischen Berufen und der unbedingte Blick über den Tellerrand. Waskönig und Walter ist mit 140 Jahren Firmengeschichte am Puls der Zeit.